Ich mache Produktionsleitung beim Spielfilm seit über 10 Jahren, arbeite eigentlich immer beim Spielfilm. Beim Spielfilm ist das Team größer, sind die Aufgaben viel mehr verteilt. Und da ist es, konzentriert sich halt auf ganz wenige Personen. Ich habe eine totale Gaudi, dass ich jetzt irgendwie am Set sein darf und die Zeichen geben darf. Ich bin verschwitzt und ich sitze nicht gleich im Büro hinterm Computer, wie sonst irgendwie beim Spielfilm. Das ist der große Unterschied. Dann darf man halt, was dann ähnlich ist wie beim Spielfilm, wenn es keinen Strom gibt, wie jetzt gerade vorhin passiert, dann muss ich telefonieren und fragen, was los ist. Das bleibt allen bei mir hängen. Ja, wurscht, ob es jetzt da ist oder beim Spielfilm oder sonst irgendwo. Ja, das wird euch wie sagen. Wir haben bei der Bäckerei den Strom, den Zusatzstrom. Ja, wir haben den Stromüberbelastung, das sind bei 72. Das müssen wir jetzt machen. Aber es ist, ich finde es halt hetziger, weil ich sozusagen in den ganzen Ablauf, in den ganzen Dreharbeiten eingebunden bin und nicht allem ein bisschen abgesetzt, weil mehr zu organisieren ist. Also da sind weniger Verträge zu schreiben und weniger, also mehr vor Ort zu organisieren. Danke. Warte mal kurz. Lin, was brauchst du? Ja, das ist allem so bei der Produktion. Du kommst als Erster und du gehst eigentlich als Letzter. Das ist allem so, weil ich bin allem gern vor Ort, um Probleme auch zu verhindern, um zu wissen, wer kommt zu spät, wer kommt nicht, was ist passiert, was kann man verhindern. Aber das ist überall. Produktion ist allem als Erster und als Letzter. Also man fängt vor den anderen an und man hört nach den anderen auf, weil nach den Dreharbeiten kommt einer, sagt, ich brauche das, ich will das und könnte man das noch machen, das ändern, also du bist allem. Und dann muss man die Künstler auch noch betreuen am Abend, ja, und mit ihnen noch ein Glasl trinken, damit sie sich auch wohlfühlen. Und es gehört auch dazu. Und ja, aber schlafen tue ich echt.